Hallo und herzlich willkommen bei Fly Daniel D. Erstmal wieder schön, dass ihr heute bei mir einschaltet. Und zwar, ich zeige euch heute, wie man das Police Dings Tablet einfügt. Und zwar, ja, zeige ich euch auf jeden Fall. Und wie gesagt, vergisst gerne nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Das wird eine ganze 5M-Reihe. Zeige nicht mehr an, obwohl eigentlich noch viel mehr hochgeladen ist. Keine Ahnung warum. Kann ich hier gerne mal kurz hier einen kleinen Einblick. Seht ihr, hier geht es noch viel mehr runter. Warum habe ich das hier reingemacht? Null. Erstmal rausmachen hier. Auf jeden Fall. Jetzt stimmt das Ganze auch wieder. Könnt ihr gerne abchecken. Wenn ihr, wie gesagt, ich lade euch in YouTube immer die Versionen hoch. Also ich lade euch in YouTube die Standardversion immer hoch. Das ist nicht, ist nicht immer die Version, was ich im Video zeige. In dem Fall jetzt ist es die Version, weil ich keine eigene davon habe. Und wie gesagt, wenn ich eigene Versionen habe, sind die immer in Discord verfügbar. Hier könnt ihr auf jeden Fall auch Ressourcen, Vorschläge machen, was ich aufnehmen soll. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie zum Beispiel der Herr hier hat nicht gewusst, wie man Job oder sowas macht, habe ich ebenfalls gezeigt. Und da zum Beispiel, hier sieht man es, da habe ich eine eigene Version, dann kann man die natürlich auch gerne benutzen. Und ansonsten hätte ich auch gesagt, habe ich gar nicht mehr viel zu labern. Wenn ihr auf meinen Server wollt, könnt ihr auch gerne hier rein euch die Regeln durchlesen und dann auf meinen FlyDanialD-Server gehen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, labern wir gar nicht mehr viel und einfach nur let's go. So, halt hier. So, zuerst mal macht ihr euren Server am besten aus. Dann öffnen wir viele Ziller. Öffnen unseren Server. Ich mache das Ganze ja wieder mit einem zweiten Server. So, dann kopieren wir uns doch gleich mal den Text. Gehen in die Server-CFG. Das ist wie bei jedem. Das müsst ihr eigentlich immer machen. Ich mache das jetzt einfach hier mit hin. So, zack. Eine Sache muss ich mache kurz hier einen kleinen Trennstrich rein. Test. Wenn ihr zum Beispiel sowas reinmacht, ihr könnt wie gesagt zum Beispiel hier auch FDA, keine Ahnung, ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt. Wenn ihr so, wenn ihr es ein bisschen trennen wollt, könnt ihr einfach so wie zum Beispiel hier Hashtag Maps, könnt ihr einfach alles machen, habe ich auch gemacht. Aber hier tue ich jetzt einfach die ganzen Kategorien hin. Und ja, beeinträchtigt ihr auf jeden Fall nicht. Wichtig ist, dass immer da ein Dings davor ist, dass es nicht zu Fehler führen kann. Und natürlich dann halt wieder ganz normal Start und den Namen. So, dann auf jeden Fall wieder auf Speichern. Zack. Dann fügt ihr das in eure Ressource ein. Checken wir kurz, ob irgendwas drinnen ist, was wir hochladen müssen. Ja, ihr müsst immer checken. Da ist zum Beispiel ist eine SQL drin. Checken wir kurz einmal ab, ob es irgendwas zum Bearbeiten gibt. Nee. Passt alles. Das müsst ihr mal, wie gesagt, das ist jetzt die Standardversion. Da habe ich keine eigene Version. Ich werde euch das immer im Video sagen, ob ich eine eigene Version habe oder nicht. Beziehungsweise, ich werde zu vielen eigentlich eine eigene Version haben, weil ich meine Versionen meistens immer auf Deutsch mache. So. Ja, das soll. Ah doch, nee, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob es hier drin ist. Ist es hier drin? Nee, hier ist es nicht drin. Halt. Dann ist es bei SVMD MTT. Dann muss es hier unten sein. Na, wo ist es denn? Das ist hier mit Sicherheit nicht drin. Okay, hier ist es auch nicht drin. Keine Ahnung, dann gibt es es scheinbar nicht. Oder wird irgendwo anders da drin sein? Vielleicht hier irgendwo. Keine Ahnung. Muss man sich genau durchgucken. Man kann, wie gesagt, auch die Tasten noch festlegen. Aktuell ist es, glaube ich, F6, wenn ich mich nicht täusche. Nee, Entferntaste. Entferntaste ist es aktuell. Ja, wir laden jetzt, würde ich sagen, erstmal die SQL hoch.
Geht ihr auf euren Server, geht auf Datenbank, geht in die Datenbank rein. Das ist wie gesagt mein zweiter Server, deswegen zeige ich euch das alles. Dann ist es wichtig, ihr müsst hier drauf drücken. Müsst drauf drücken, weil sonst lädt das nicht hoch, Freunde. Das machen leider viele falsch. Und ja, du sollst auf den Desktop gehen. So. Dann gehen wir MTD, SQL, öffnen, auf OK. Und hochladen. Ja, das findet nur diese eine Sache nicht, weil dieser Essential-Mode ja nicht vorhanden ist in dieser neuen Dings. Ich zeige euch das kurz. Wo ist das? Bei Ressourcen. Das ist ja übrigens dieses Pack. Da ist das nicht vorhanden. Deswegen, da gibt es diesen Essential-Mode nicht mehr. Da haben wir ja. Man kann nicht beides installieren. Das ist aber nicht wichtig. Alles, was da drin ist, ist zum Gleich eigentlich schon vieles damit inbezogen. So, aber jetzt ist nochmal das wichtige Sachen. Und zwar haben wir das jetzt eigentlich da eingefügt. Ich habe das da gar nicht gemerkt. Ja, wir haben es eingefügt. Dann können wir auch eigentlich schon ins Game gehen. Ne, erstmal Server starten. So. Ja. Können wir unseren Server jetzt schon mal starten. Unseren Game. Schon mal starten. Das ist anders, da weiß unser Server auch an. Am besten ist immer zu warten, bevor man ins Spiel reingeht, bis der Server komplett an ist. Weil sonst kann sein, dass dann euer Dings nicht richtig lädt. Aber da ich weiß, dass das eh nur mein zweiter Server ist, der lädt eigentlich relativ schnell. Deswegen. Na? Was jetzt? Vielleicht auch. Ja. Auf jeden Fall. Zeige ich jetzt kurz das Dings. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. So. Dann gehen wir doch jetzt erstmal zum Polizeirevier. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Dazu sage ich jetzt mal wirklich nichts. Dazu sagen wir jetzt mal wirklich nichts. So, okay. Ja, eigentlich, ihr müsst ja wie gesagt nicht drin sein. Ich laufe jetzt bloß hin. So, dann. Set. Job. 1. Lead 4. Halt. Lead 4. So, jetzt sind wir Police. Jetzt könnt ihr die Entferntaste drücken. Oder oh, ist das überhaupt die Entferntaste? Ich muss mal kurz selber gucken. Nee, ist es gar nicht. Jetzt bin ich gerade selber irgendwie überfordert. Das ist. Jetzt bin ich gerade selber überfordert. Ich weiß nicht, welche Taste. Vielleicht muss ich ja doch in dem Gebäude sein. Aber ich kann schwören, dass ich das außerhalb im Gebäude auch schon gemacht habe. Deswegen. Eigentlich dürfte das nicht beeinträchtigen. Na? Okay, dann müssen wir das Ganze so machen. Dann ging das doch nicht. Dann müssen wir unseren Server kurz runterfahren. Wenn ihr das gleiche Problem habt wie ich jetzt hier. Die Leute, wo wie gesagt diesen Essential-Mode haben, wird es jetzt schon funktionieren. Die Leute, wo diesen Essential-Mode nicht haben, die müssen jetzt genau das machen, was ich jetzt mache. So. Ah, geh jetzt mal in den Desktop. Schmutz. So, MTT, SQL, müssen wir diesen Essential-Mode-Leiste einfach wegmachen. Dann sollte, machen wir noch eins höher. Dann sollte das eigentlich funktionieren, wenn man das hochlädt. Normalerweise. Gehen wir nochmal in die Datenbank.
Wahrscheinlich kam es deswegen zum Fehler, weil das Ganze nicht ist. Na, wo haben wir es denn? Achso, ich muss ja nur. Du musst, wie gesagt, nur da drücken. Ich weiß gar nicht, wo ich im Kopf war. So, dann laden wir das Ganze nochmal neu hoch. Jetzt funktioniert das, Freunde. Seht ihr? Jetzt hat das Ganze auch richtig funktioniert. Für die Leute, wo den Essential Mode nicht haben. Dann startet euren Server einfach nochmal neu. Und wartet einfach, bis er wieder online ist. Warten wir einfach hier. Ja, bei den anderen Leuten wäre es jetzt gegangen, die den Essential Mode haben. Wie gesagt, die das Taporepo Pack haben. Das andere Full Pack würde es jetzt funktionieren. Bei denen leider nicht. Ich werde aber diesen Essential Mode auch noch ein Video machen, wie man das extern noch mit dazufügt. Weil das einfach sehr viele auch schon mich gefragt haben, ob ich da mich mal umgucken kann nach irgendeiner Dings. Und das ist überhaupt kein Problem. Werden wir schon was finden. Wir werden das Ganze schon machen. Aber jetzt machen wir erstmal die ganzen Standardvideos. Wie man den Server, die Standardsachen, was man auf dem Server eigentlich meistens jeder haben will. Und wenn ich das Ganze fertig habe, dann werde ich alles Mögliche euch hochladen, wie sonst was. Na, willst du jetzt noch online gehen oder bist du jetzt ein bisschen eingeschlafen? Na? Willst du jetzt hochgehen? Willst du jetzt angehen? Hallo. Jetzt ist es online. Suchen wir es gleich hier. Sobald anzeigt, wissen wir, dass es verfügbar ist. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Das heißt, wie gesagt, das ist eine dumme Sache gewesen. Weil bei mir hat es auf meinem Hauptserver hat's, mit diesem Essential Mode nämlich gegangen. Weil es nämlich zu diesem Zeitpunkt das noch nicht drin war. Aber jetzt haben wir das ja behoben, jetzt sollte alles funktionieren. Na, was ist jetzt? Willst du jetzt noch herkommen oder? Der ist doch online. Ja, er ist online. Werden wir kurz einmal das Spiel neu starten. Dann sollte das alles funktionieren. Sorry, dass aus dem Grund das Video auch so lange wird. Aber dafür funktioniert das Ganze bei euch. So. Ich mache aus dem Grund keine Cuts, weil sonst heißt es am Ende wieder, ja, da hat jetzt schon irgendwas gefaked. Aus dem Grund funktioniert es jetzt auf einmal. Ihr habt bis jetzt gesehen, was ich alles gemacht habe. Deswegen werde ich auch nicht zuschneiden, dass ich so Kommentare mir sparen kann. Normalerweise dauert es ja auch nicht so lang. Ich hätte mir vielleicht im Voraus kurz mal angucken sollen, ob es gleich funktioniert oder nicht. Dann würde es im Video gleich gut klappen. Aber man, ja, jetzt sagen wir, wie gesagt, wir sind gleich drin, wir sind gleich drin. Haben uns da schon Police gegeben. Wir müssen jetzt, wie gesagt, nur noch reingehen und dann werden wir das Tablet öffnen. Jetzt habt ihr auch gesehen, es hat irgendwas geladen. Mit 9, irgendwas. Hui. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Hui. Ihr könnt mir auch gerne auf TikTok folgen, wer Lust hat. Wirklich nur, wer Lust hat. Ach, ich bin Ambulanz jetzt. Ja, Z. Ciao. Eins. Dies. Vier. So, jetzt sind wir wieder Police. Hat sie irgendwie nicht gespeichert. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht verlassen habe.
Donut. Seht ihr? Jetzt funktioniert's. Wenn ihr die Entferntaste drückt. Entferntaste. Ich werde euch kurz zeigen, was die Entferntaste ist. Tastatur. Sonst kommen mir danach wieder die Fehler. Was ist die Entferntaste? Werden wir kurz. Da haben wir eine Tastatur. Ja gut, ich wollte eigentlich jetzt nur. Na. Okay, ihr seht dieses Kreuz, wo ich gerade bin. Das ist die Entferntaste. Das ist die Entferntaste. Seht ihr, wo ich drauf bin mit dem Typ, mit dem kleinen Pfeil. Das ist die Entferntaste. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.